Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir gucken uns zwei Personenspiele an. Ja, kennt ihr ja, machen wir gerne, weil wir gerne selber Zweiertitel spielen und habt da bestimmt das Limes-Video gesehen. Schnell gespielt, wenig Karten, super zum Mitnehmen, aber ihr so, ne, wir haben noch weniger Platz. Und wir so, ja, okay, spiel halt der Kartograf. Ne? Und dann ihr so, ja, Landkarten sind ja schon cool, aber Kartograf ist mir viel zu aufwendig und hat viel zu viel Material. Habt ihr noch nicht was anderes? Zwei Personen spielen mit Landkarten, dass wir noch viel besser mitnehmen können. Klar, haben wir. Die Jungs von Board Game Circus haben das. Rainer Knizia hat das gemacht, das Ding heißt Karte. Und weil das eben so klein ist, zoomen wir da einfach mal kurz etwas näher ran und erklären das mehr im Detail. Bei Karte geht es um eine alte Landkarte, die ihr gefunden habt und rekonstruieren wollt. So viel zum Thema. Es gibt da zwei Hoheitsgebiete, nämlich die See und das Land. Ein Spieler versucht für das Land zu spielen, der andere Spieler, die andere Spielerin für die See. Und wir haben insgesamt 9 Kärtchen. Eines, das mit der Windrose, das liegt zu Spielbeginn in der Mitte. Und ab dann wird nachgezogen. Wer am Zug ist, nimmt sich das obere Ding und legt das irgendwo einfach an die Landkarte an. So, das ist der Start auf jeden Fall. Der erste Zug wird das sein. Es gibt eine zweite Aktionsmöglichkeit und die Aktionsmöglichkeit ist nicht, das oberste Teil zu nehmen, sondern ein schon ausliegendes zu nehmen und es im Uhrzeigersinn zu drehen, weil es am Ende des Spiels darum geht, das jeweils größte Herrschaftsgebiet seiner Art zu haben. Also zum Beispiel, sagen wir mal, das ist das, was wir am Ende werten. 1, 2, 3, 4 Wasserteile ist das größte Herrschaftsgebiet für den Wasserspieler. 1, 2, 3 für die Landspielerin. Und damit hätte dann der Wasserspieler das Spiel gewonnen. Und diese Gebiete, die lassen sich eben durch das Drehen der Plättchen verändern. Jetzt bin ich am Zug, drehe das, weil ich nicht der Wasserspieler bin, sondern die Landspielerin und habe hier dieses Vierergebiet getrennt. Dadurch ist es nur noch Zweiergebiet und ich habe plötzlich wieder mehr. Kann jetzt natürlich mein Gegenspieler das Ding auch drehen. Ne? Wenn das noch zweimal dreht, dann liegt das wieder so, wie es ihm passt. Aber da ist wichtig, es darf nur zweimal in Folge gedreht werden. Die nächste Spielerin muss dann sich einen Kartenteil nehmen und es wiederum anlegen. Dabei ist wichtig, dass beim Nehmen wird das nächste sofort aufgedeckt. Das heißt, ich weiß schon, was als nächstes kommt, während ich überlege, wo ich das hinlegen möchte. Dann kann ich es drehen. Bin ich schon wieder dran. Super, hier mein Gegenspieler ist eine Nulpe. Ne? Dreht jetzt das Ding hier noch. Ich bin schon wieder dran. Leg mir das Ding hier hin. Ja. Wird gedreht. So, zack, papp, fertig, Spiel fertig. Wasser hat ganz klar gewonnen, weil 7 von den 9 Teilen verbunden sind mit dem Wasser, wohingegen der Landspieler nur ein paar popelige Zweiergebiete hat. Genau, durch diesen Kniff, dass man das drehen kann, aber maximal zweimal nacheinander gedreht werden darf und dann muss der Gegenspieler einen Kartenteil anlegen, bekommt das einen ganz schönen Reiz. Das sind nur 9 quadratische Teile mit 2 Farben letztlich. Und die haben einen richtig krass tiefen Spielreiz. Und das, obwohl eine Partie 5 Minuten geht. Aber tatsächlich ist es jetzt noch nie passiert bei uns, dass es bei einer Partie bleibt. Es werden normalerweise eher 5 bis 6 Partien. Genau, das wäre die Regel von Karte aus dem Hause Board Game Circus. Wenn ihr noch Ideen zu anderen Spielen habt, also die wir vor euch erklären sollen, weil ihr zum Beispiel sagt, boah, was ist denn dieses Mensch, ärgere dich nicht, von dem alle reden, könnt ihr uns das nicht auch mal erklären? Machen wir gerne, müsst ihr uns einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten lasst uns hier ein Abo da, damit ihr informiert werdet, wenn wir wieder neue Videos hochladen. Genau, das war's von uns, das war's von Karte. Viel Spaß mit Spielen und auf bald!